Sie alle, die Sie als Ukrainerinnen und Ukrainer, als gewählte Österreicherinnen und Österreicher wahrnehmen, was sich in diesem Wahnsinn des Krieges seit 6 Monaten tut. Und wir uns ja öfters zum Frieden hier zum Gebet versammelt haben, aber auch Kraft geschöpft haben, um tatkräftige Hilfe zu leisten.
Gestatten Sie, dass ich mit den Worten des Präsidenten der Ukraine, Volodymyr Zelensky, beginne. Zitat. Vor einem halben Jahr hat uns Russland den Krieg erklärt. Am 24. Februar hörte die ganze Ukraine Explosionen und Schüsse. Und am 24. August hätte die Ukraine die Worte der Gratulationen zum Unabhängigkeitstag nicht hören sollen. Nun, am 31. Jahrestag ist diese Unabhängigkeit in Gefahr. Auf den Tag genau seit 6 Monaten muss das ukrainische Volk seine Freiheit und Souveränität verteidigen. In einem Kampf, den ich auf Kriegsgrund kriege. Einen Krieg, der nicht nur unser Land gewaltsam unterfällt, der Herrschaft bringen, Nation, die erlangte Freiheit und die völkerrechtlich zustehende Unabhängigkeit leben soll. 80.000 Frauen, Kinder und ältere Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen mussten, haben Zuflucht in Österreich. Sie macht aus menschlicher Unterstützung ein politisches Zeichen. Das ist Europa.